Wir schauen uns jetzt den Begriff der Metrik ein wenig genauer an. Ich habe bereits erwähnt, dass Metrik nichts anderes als Abstand für uns bedeutet. Und mit Hilfe von einem Beispiel will ich das noch schöner veranschaulichen. Wir begeben uns in einen Raum, mit dem wir uns am meisten beschäftigen, mit dem euklidischen Raum. Es ist einfach der Raum der klassischen Mechanik. Wir haben drei Koordinatenachsen x, y und z. Wir können jeden Punkt im Raum durch diese drei Koordinatenachsen kennzeichnen. Und der Abstand ist uns eigentlich bekannt, mit Hilfe von Pythagoras, Delta S Quadrat ist gleich Delta X Quadrat plus Delta Y Quadrat plus Delta Z Quadrat. Wenn wir das in zwei Dimensionen uns noch einmal ansehen, dann wird es noch anschaulicher, weil wenn wir jetzt haben zum Beispiel Y-X-Achse und zwei Punkten da drinnen auf der Ebene, dann zeichnen wir eine Linie durch, das nennen wir Delta S, dann sehen wir genau, dass wir ein Dreieck draus machen können, wobei hier Delta X und hier Delta Y ist. Also hier sieht man ja eindeutig, dass man dann Pythagoras praktisch verwenden kann und wir die Wurzel daraus nehmen können von Delta X Quadrat plus Delta Y Quadrat. So. Und das ist die euklidische Metrik. Der Abstandsbegriff im euklidischen Raum. Wenn wir jetzt weitergehen in die spezielle Relativitätstheorie, kommen wir ja in den Raum der speziellen Relativitätstheorie, den ich am Anfang Ereignisraum genannt habe. Und dort gibt es natürlich eine eigene Abstandsdefinition, eine eigene Metrik. Und die Metrik nennt sich dann Minkowski-Metrik, weil der Raum der speziellen Relativitätstheorie wird auch Minkowski-Raum genannt. So, die Minkowski-Metrik ist sehr ähnlich. Delta S Quadrat ist gleich C Quadrat Delta T Quadrat minus Delta X Quadrat plus Delta Y Quadrat plus Delta Z Quadrat. Das ist ein Lorentz-invarianter Ausdruck. Das heißt, egal in welchem System wir uns befinden, dieser Ausdruck bleibt immer gleich. Und wir können das gleich mit Hilfe eines kleinen Beispieles für t gleich 0 gut verstehen. Denn wenn wir uns zum Beispiel das hier ansehen, c Quadrat t Quadrat ist gleich x Quadrat plus y Quadrat plus z Quadrat, dann ist das gerade eine Lichtkugel. So, aber wenn das gelten sollte, dann ist Delta S Quadrat gerade 0, weil Delta S Quadrat ist ja nichts anderes als C Quadrat Delta T Quadrat minus dem Ausdruck auf der anderen Seite. Und hier sehen wir eben, dass das erhalten sein muss, weil auch als Postulat der speziellen Relativitätstheorie ist die Lichtgeschwindigkeit konstant. Das heißt, aus jedem Inertialsystem betrachtet muss sich Licht gleich schnell bewegen und deswegen der Abstandsbegriff für Licht immer gleich sein. Und da der gerade jetzt 0 ist, muss es richtig sein. Und für alle anderen Abstandsbegriffe, wo Delta S Quadrat nicht 0 ist, ist es dann auch mit Hilfe der Lorentz-Transformation zu zeigen. Aber das ist alles bereits in der SAT gemacht worden.